Wow. Ach du Schande, Meile. Okay. Portlap. Also fassen wir nochmal zusammen. Corey auf der Pole Position, dann Joe, Hoppe, Maxi, Hunzel, Toni, Alex, Jan, René und meine Wenigkeit. Bestes Ergebnis der Saison, was die Qualifikation angeht. 0,3 Meter, 85 Grad auf der Hinterachse. 85% wahrscheinlich. Sticky, ganz viel Erfolg gewünscht, ne? Gleichfalls. Danke. Och, Jungs, ey. Na gut, Eduard, ich lass dich passieren. Du hast die anderen Reifen. Guck mal, ob du die von den Metzwandern ziehen lassen kannst. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Da hat sich einer gedreht. Ah, scheiße, ey. Ich wette, er ist auf den Körb gekommen. Also auf den inneren. Hunzel 19. Copy. Sorry, Meile. Übersteuern. Ja, ja, Verwarnung ist ja geil. Berührung oder Cut? Nein, Berührung. Cut habe ich noch gar nicht. Okay. Metre, mach keinen Scheiß. Das war Glück. Weder Cut noch irgendwie ein Spin. Wenn Hunzel jetzt an dir vorbeikommt, der wird versuchen, auch an dem Medium Runner vorbeizukommen. Ja, ist safe, klar. Wird er auch. Ich kenne Hunzels Pace. Ab Runde 10 werden die Mediums langsam nachlassen. Oh, Hunzel, der ist mad, Alter. Der ist mad. Der ist sauer, das merkt man. Sag mal, 10 oder 12. Ich bin selber so in 12, hab ich mehr Probleme gehabt. Ja, bei mir fing es so ab 10 an. Wow! Ach du Schande, Meile! René und Jan haben sich gedreht. Okay.
Okay, halt mir fest, Runde 8 ist Spektakel. Heilige Mutter Maria Gottes. Ich habe aber auch ein Schwein in Kurve 1. Runde 14, 15 werden die an die Box gehen. Spätestens 16. Jan, 3 Sekunden. Copy. Und du kannst auch hinterm im DRS auch mal früher vom Gas gehen, um Sprit zu sparen. Oh, damit habe ich keine Sorgen. Also Left Coast ist nicht nötig. Schau mal. 0,2 Runden. Oh. René, was machst du denn da für fiese Matenten? Ich glaube, René hat gerade einen heftigen Snap-Over gehabt. Und Jan ist weg. Ist Jan ausgeschieden? Jan ist aktuell nicht ausgeschieden. Er hat sich nur gedreht. Okay. Kann weiterfahren. Okay. Also ein Top-10-Ergebnis wäre für mich schon echt geil. Gibt es irgendjemanden, der auf Mediums gestartet ist, der jetzt in den Top 10 ist? Ja, Barazzo. Barazzo. Hast einen vor dir. Oh. René mit einem Fehler. Turn 7 müsste es gewesen sein. Hallo, Top 10. Barazzo fährt weiter. Also die Reifen über 40% Abnutzung haben. Dann kriegst du viel schneller ein Lockup. Macht ja auch Sinn. Wenn ihr fährt rein, ordnet sich früh. Oder auch mein Rack auch. So, ich muss jetzt natürlich richtig schnell fahren, um René zu kassieren. Das heißt im Klartext, ich fahre jetzt diese Runde rein. Das war ein schöner Stint. Viele schöne Fights. Zwei, zwei, wie sonst auch. Boxenzeit beträgt 18,4. Versuche jetzt mit ERS an René ranzukommen, dann hinter ihm ERS sparen und gegen Ende versuchst du den Overtake. Ja. Jan vor dir muss noch an die Box, der wird dann auf die Soft gehen, hat aber 6 Sekunden. Barazzo vorne auf den, ist jetzt auf 6 Runden alten Harten. Also ich hau schon ERS raus, was ich nur kann. Bin mittlerweile schon 7 Zehntel an ihm dran. Sasuke, 5 Sekunden. Huch. Ignoring the flag. Ich wollte gerade fragen, warum denn 5? Tja, nicht ganz so spektakulär, wie ich es erhofft hatte. Aber ein paar Punkte fürs Team. Den nehmen wir mit. Oje, oje, oje. So, Herrschaften, da haben wir das Endergebnis. Also, Corey gewinnt vor Hoppe und Alex, gefolgt von Toni, Maxi, Maverick, Joe, Hunzel, Barazzo und René. Meine Wenigkeit auf der 11, dann Jelka, Edor, Metre und Lukas gehen mit Punkten nach Hause. Basti, mein Teammate Sticky, Meile, Saske und Jan leider nicht. Ja, also fassen wir zusammen. Ein ordentliches Ergebnis, aber ich habe mir ehrlich gesagt zum Ende noch ein bisschen mehr erhofft, von der ich dachte, dass ich mit René noch mithalten konnte, aber René, deine Pace war einfach viel zu krass, da konnte ich nicht ganz mithalten. In diesem Sinne, liebe Leute, wir sehen uns dann Mitte nächste Woche zu einem weiteren Video, wahrscheinlich Mittwoch. Haltet die Community-Funktion im Auge. Bis dann und ciao.